Hallöchen, ihr Lieben. Willkommen zu einem neuen Wochenvlog, glaube ich, ne? Ich habe diese Woche noch nicht gefilmt, heute ist auch erst Dienstag. Aber ja, heute kam mal wieder nach langer Zeit. Ich muss sagen, ich habe jetzt tatsächlich schon ein bisschen längere Zeit nichts mehr zugeschickt bekommen. Also was jetzt nicht so dramatisch ist, aber ist mir halt aufgefallen. Da muss man ja auch immer gewinnen. Also es ist ja so ein Verteiler, da wird es ausgelost. Also es ist halt immer ein Zufallsprinzip. Mal hatte ich sehr viel Glück und jetzt wohl scheinbar mal einmal nicht so. Aber heute kam jetzt endlich mal wieder was. Was heißt endlich? Also ich hoffe, ihr versteht das jetzt nicht falsch. Aber ich habe mich halt sehr wieder gefreut. Ne? Man freut sich natürlich darüber, wenn man von den Firmen was gratis kriegt und dann einfach die Produkte testen kann. Und ich habe heute etwas von Rossmann bekommen. In diesem kleinen süßen Päckchen hier. Und zwar ist das, Nivea hat ja jetzt diese Seidenmousse rausgebracht. Das gibt es in zwei Sorten. Ich weiß nicht, wie die eine heißt. Das ist auf jeden Fall was Zitrisches. Also ich hatte das schon gesehen. Und dann habe ich hier jetzt nochmal die Pflegedusche in Raspberry Rhubarb. Und ja, diese Sorte habe ich zugeschickt bekommen. Ich bin gespannt. Das soll Rhabarber-Himbeer sein, soweit ich es verstanden habe. Und ich würde sagen, die teste ich gleich mal aus. Ich gehe jetzt mich baden. Und werde die direkt mal dabei austesten. Aber ihr werdet dazu noch was sehen. Also wenn mir die gefällt, dann werdet ihr die auf jeden Fall in einem Favoritenvideo sehen. Wenn nicht, dann zeige ich sie euch auch. Vielleicht zeige ich sie dann als Flop da. Oder in einem Aufgebraucht. Beziehungsweise im Aufgebraucht werdet ihr es auf jeden Fall irgendwann sehen. Aber das dauert ja wahrscheinlich noch. Aber ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, was das angeht. Und euch hier meine ehrliche Meinung zu sagen. Aber ich denke schon, dass ich es mögen werde, weil bisher hat mich, klar, die von Rituals, diese Schaumduschen, sag ich mal, die, also was ja erst so ein Gel ist, da kommt nichts ran. Nichts, was ich bisher benutzt habe, kommt daran. Nicht das von Kneipp, nicht das von Balea. Aveo habe ich auch getestet, das kommt da alles nicht dran. Ich denke, das wird hier auch der Fall sein. Das von Rituals ist einfach was ganz Besonderes, da kommt nichts ran. Aber das heißt nicht, dass die anderen schlecht sind. Und ja, deswegen freue ich mich sehr, das austesten zu dürfen. Ich muss sagen, ich hätte mich auf die andere Sorte mehr gefreut, weil ich schon so ein bisschen zitrischer Mensch bin. Obwohl Orange eigentlich eher weniger, aber das war, glaube ich, sowas mit, ich glaube, Limette oder so. Ich weiß nicht mehr genau, wie die Sorte heißt. Kann auch sein, dass da irgendwas mit Ingwer noch so drin ist. Irgendwie sowas. Die ist auf jeden Fall grün, die Flasche. Das weiß ich. Grün-gelb so. Und ja, aber ich teste sie gerne. Hallo ihr Lieben, heute ist Freitag, endlich geschafft, Wochenende ist soweit. Ja, ich sitze gerade bei meiner Mama mit dem Auto, weil wir kaufen jetzt erstmal ein. Ja, keine Ahnung, ich brauche eigentlich nichts Besonderes. Ich dachte, ich gehe gleich mal kurz im Müller gucken. Einfach mal so schauen, ich war nämlich ewig nicht im Müller und es gibt neue LEs. Ich glaube zwar nicht, dass ich mir was davon mitnehme, aber ich wollte einfach mal schauen. Und gibt es sonst was Neues? Ich weiß gerade nicht. Auf jeden Fall geht es heute, also ich habe meine Oma und Opa gefragt, ich darf mir für dieses Wochenende, also erst heute Abend, weil, also deren Porsche ist gerade in der Inspektion und die kriegen ihn erst heute Abend wieder und dann sind die halt noch bei Ikea. Und ja, ab 19 Uhr ungefähr bringen die mir dann den Porsche
Und dann darf ich den das ganze Wochenende haben, was ziemlich cool ist, weil ich habe gerade im Moment halt nicht so viel Geld, obwohl ich ja jetzt richtig verdiene und auch nicht wenig verdiene, aber ja, die Wohnung, da müssen noch viel Möbel und es muss noch viel gespart werden, deswegen habe ich nicht ganz so viel Money im Moment, aber ja, und deswegen mein Sprit ist gerade leer, fast so gut wie. Und dann dachte ich mir, frag's mal die Großeltern, ob du den Porsche haben darfst. Und das darf ich natürlich. Ja. Und heute geht's dann als erstes zu Tabe, also Tabea, und zu Jana. Also keine Ahnung mit denen, ich weiß noch nicht, was wir machen, aber irgendwas chillen, mal gucken. Hol ich Jana, denke ich mal, ab und dann geht's zu Tabea. Und morgen ist der Plan, dass ich mit Jana ins Kino gehe, und zwar nach Bielefeld. Wie heißt der neue Horrorfilm? Wish Upon, glaube ich. Wish Upon von den Regisseuren oder Machern von Annabelle. Und Annabelle war schon eigentlich ganz nett. Und ja, ich habe den Trailer gesehen und der war richtig nice. Also hat mich so ein bisschen an Saw fast erinnert. Also sah cool aus. Deswegen bin ich schon richtig gespannt und freue mich, dass endlich wieder ein Horrorfilm kommt. Ja, das ist der Plan. Jetzt geht's, wie gesagt, erstmal einkaufen und danach muss ich mal gucken. Ich nehme euch, wie gesagt, mit. Ihr werdet sehen, was heute noch so abgeht. So, ich bin gerade eigentlich am Videoschneiden und so gerade und ein bisschen YouTube gucken. Ich wollte nur kurz sagen, für alle, die es interessiert, habe ich jetzt gerade hier so einen neuen Joghurt. Also für mich ist der neu, ich habe den noch nicht gesehen. Das ist von Bauer, der vegan Genuss Mango Maracuja Joghurt. Schmeckt ganz okay. Also ich finde die jetzt nicht mega lecker, ich finde die von Alpro besser. Aber könnt ihr euch auf jeden Fall mal anschauen, wenn ihr vegan seid. Weil ich, also schlecht finde ich ihn auf jeden Fall nicht. Ist ganz gut. Ist auch soweit, ich habe jetzt erst 2 Löffel genommen. So wie ich sehe, ohne Stückchen, glaube ich. Nee, doch ganz kleine. Aber nur ganz wenig Stückchen. Also der ist fast ohne, sage ich mal. Ja, das wollte ich nur kurz erwähnen. Wie gesagt, ich schneide jetzt noch, gucke Videos, mache mich danach fertig. Und dann haben wir jetzt abgemacht, treffen uns in der Shisha-Bar. Ja, keine Ahnung, wollten zu dritt Shisha erstmal gehen und dann nachher noch zu Tabea. So, heute ist Samstag und ich bin jetzt soweit fertig. Ich habe mich ein bisschen geschminkt, wie ihr seht. Und ja, jetzt geht's gleich zu Ishiban mal wieder. Ich hatte ja eigentlich gesagt, ich gehe im Juli nicht mehr, ne? Fail. Ich werde eingeladen, also von daher geht's. Ja, da geht's jetzt gleich hin. Danach gehe ich dann noch, treffe ich mich mit Jana. Und dann fahre ich mit Jana ins Kino mit dem Porsche. Habt ihr noch nicht gesehen, oder? Dass ich den Porsche habe. Ich habe von meinem Opa, der fährt Porsche, so einen gelben. Und ja, habe ich mal nett gefragt. Oh, habe ich ja schon erzählt. Ich habe keine Ahnung mehr. Habe ich nett gefragt, ob ich den haben darf. Und jetzt darf ich den übers Wochenende haben. Und ja, deswegen jetzt erstmal nach Osna, schön essen. Und danach nach Bielefeld, Kino. Wir gucken den neuen Horrorfilm. Ob ich schon gesagt habe, weiß ich nicht. Wish Upon heißt er, glaube ich. Und der sieht ganz nett aus, deswegen freue ich mich schon. Und ja, ich weiß nicht, meine Haare habe ich gerade noch irgendwie versucht, ein bisschen mit Trockenshampoo zu retten. Die sind ein bisschen hässlich, aber naja, egal. Für heute geht es jetzt noch. Ja, passt schon. Und ich habe mal wieder so einen krassen Highlighter benutzt. Wie ihr seht, der ist so bläulich, im Innenaugenwinkel vor allem. Also hier seht ihr das jetzt vielleicht auch. Der hat auch so ein blaue Glitterpartikel drin. Der ist von Colourpop und den finde ich eigentlich echt cool. Muss ich mal heute ein bisschen weiter austesten, aber bisher finde ich den ganz gut. Ja, ich gehe jetzt runter, weil ich glaube, ich werde jetzt sofort abgeholt. Und dann filme ich da nochmal kurz.